Hallöchen, Popöchen, hier ist wieder die Jan von Maxis Games und zwar mit einer Folge von Clash of Clans. Und zwar befinden wir uns nicht am Tag 1, am Tag 2, am Tag 3. Nein, wir befinden uns auf... Wo steht denn das hier? Ach da! Ich bin ja blind. Tag 5. Tag 5, wir haben Worldwide mit 37-10 im Moment zumindest, es sind ja immer noch 6 Stunden am Laufen, geschlagen. Ich glaube, da wird sich nicht mehr viel tun. Und im Saisonverlauf sind wir auf Platz 1. Und ich würde mal sagen, wir teilen uns den Platz 1 mit Home of Clasher. Ne? Also die sind auch sehr gut dabei. Und witzigerweise ist Home of Clasher unser Gegner im letzten Clankrieg. Das heißt also, da entscheidet sich, wer die Nummer 1 in dieser Liga jetzt ist. Ich gehe davon aus, dass es uns relativ am Arsch vorbeigeht, wirklich deutlich gesagt, ob wir Platz 1 oder 2 sind. Das ist wirklich fast egal. So, also so sieht das aus. Und ich sag mal, um diejenigen, die sich nicht so gut mit der Clankriegsliga auskennen, es sieht so aus, also in jeder Kampfwoche wird euer Clan mit 7 anderen Clans auf einer Ligastufe gepaart. Gepaart kenne ich zwar anders, unter anderem Begriff, wenn du dich mit jemand paarst, gibt es kleine Babys, aber egal. So, dann gibt es Punkte und Rangliste, das heißt, in der Tabelle kannst du nachgucken, das haben wir jetzt gerade gemacht, wo wir stehen, und dann gibt es das Ergebnis. Das heißt also, wenn wir hier Kristall 2 als zweiten verlassen, dann werden wir 239, das sind Fünferstufen, wenn man das mal hochrechnet, 239 Medaillen bekommen, jeder, der mitgenommen macht hat und 8 Sterne bekommen hat. Also das ist wichtig, 8 Sterne. Also mindestens 20% der Belohnungen ist natürlich gar kein Problem, weil wir haben alle im Clan gemeldet. Das heißt, alle, die im Clan waren oder sind, bekommen, auch wenn sie nicht teilgenommen haben, 20% Belohnungen und weitere 10% für jeden Stern, den die schaffen. Und das sieht gut aus. Ne? Also wenn wir jetzt mal hingehen und gucken uns Saisonverlauf, den Clan aus, So, dann seht ihr, dass alle, die hier mitgemacht haben, sogar Mad Max, sogar Yugi Hu und I Must Heaven, die leider Gottes von mir entfernt worden sind. Mad Max, tut mir leid, und I Must auch. Wie gesagt, wenn ihr neu in einem Clan seid, nur nochmal dabei, und euch in die internen Belange des Clans einmischt, egal mal wie, ne, dann geht das nicht. Privat geht das auch nicht. Wenn du mit deinen Kindern irgendwas beim Besprechen bist und da kommt jemand Fremdes rein und mischt sich da ein, dann sagst du auch, shut up, lieber Freund, halt die Klappe, das geht dich einen Scheißdreck an. So ist es bei uns auch gewesen, deswegen seid ihr beide raus, weil in keinster Weise ist es möglich, interner, das heißt, wir haben klare Regeln und wenn die Regeln missachtet werden, gibt es eine klare rote Karte. Wir machen da kein Gedöns, wie viele, die sagen, ach ja, weißt du, und nächstes Mal machst du das bitte nicht nochmal, alles drum und dran. Leute, vergesst es einfach. Das ist Quatsch. Das ist Käse. Jeder, der Clash of Clans auf diesem Niveau hier spielt, kennt die Regeln. Die Regeln sind in jedem guten Clan gleich. Und wer sich nicht dran hält, der muss eben einen anderen Clan sich suchen. Und der ist eben unterwegs ohne Ende und sucht sich Clans. Was soll's? Okay, also das sieht richtig gut aus in der Gruppe und wie gesagt, die Jungs haben natürlich, es ist nicht zum Teil so einfach, so eine Gruppe dann auch zu gewinnen, und das war am Anfang, war das, wenn man so mal guckt, also, das war der erste, 37-22, das war der zweite, 34-16, das war der dritte, 35-22, dann war das der vierte, 31-25, und das ist der jetzige, der läuft 37-10. Less mehr Dingsbums, du könntest auch jetzt gucken, wie sehen die eigentlich aus, das machen wir jetzt mal und gehen ganz einfach in, der ist Platz 8, oh, die tut mir leid, die Leute. So, wie sieht der eigentlich aus? Manchmal kannst du auch sagen, oh, die Jungs haben dann schon aussortiert und sind welche raus. Mal gerade mal gucken, hat der überhaupt, ist der überhaupt noch in dem Clan drin? Der ist noch in dem Clan drin, das ist witzigerweise. Der ist neu reingekommen, also insoweit ist der also... So, also ich sag mal, die werden natürlich gegen uns jetzt wirklich, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber null Chance haben. Jo, also im Moment sieht es gut aus und ich bin mal gespannt, obwohl ich glaube ich nicht, dass der Rage hier bei uns drin bleibt. Der wird in seinen alten Clan wieder zurückgehen und dann, wen haben wir, dann haben wir doch noch den Pasin 4.
der hat 5 Accounts, glaube ich. So, der auch, der wird noch in seinen alten Clan zurückgehen. Aber trotzdem waren die Jungs wirklich zuverlässig und sehr nett. Die haben sich in keinster Weise irgendwo eingemischt, das muss man ganz ernsthaft sagen. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte. Wer es bisher nicht geschafft hat, mal wirklich einfach nur mitzuteilen, Leute, dann und dann greife ich an, ist Yu-Gi-Oh!, der also wirklich, ich sag mal, weil es ist doch Käse, also hier habe ich jetzt keine Lust, eine Freundschaftsanfrage zu machen. Man kann doch wirklich hier, machen wir Posteingang, ne? So, wo steht's dann? Das haben wir doch schon längere Zeit. So, hier. Vor 4 Tagen und 5 Minuten haben wir geschrieben, kleiner Hinweis zu unseren CW-Regeln. Schon immer sind die. Wer Mittwoch sollte sich früh genug dem Gegner anschauen, passend zur Taktik, Truppenmaschine anfragen, ist so. Man kann ja auf Schlafen stellen, da passiert nichts, dann sind die nicht weg. Und kurz, wenn es die Zeit erlaubt. Und wenn es die Zeit erlaubt, dieser Begriff im Endeffekt ist sarkastisch von zynisch von mir gemeint. Lieber Gott, 5 Minuten einen Satz zu schreiben, wird wohl jeder haben. Ihr merkt, ich reg mich schon wieder auf. In den Klatschern schreiben, greife gegen 17 Uhr an, 18 Uhr, 22 Uhr oder ungefähr kann man ja auch reinschreiben. Nur wenn man gar nichts macht und wir warten und eine Stunde vorher fällt dem jungen Mann oder der jungen Frau, wie auch immer, was weiß ich, wer dahinter steckt, anzugreifen, ist es Kacke und das haben wir schon öfter gesagt. Das betrifft auch Icke, der einfach dann auch schreibt, ja, er wurde ja mal gesagt, weil er so spät angreift. Icke, nichts anderes ist es, einfach Bescheid sagen, wenn man angreift, wo ist das Problem für dich? Ganz ernsthaft, da rege ich mich jetzt noch drüber auf, weil du hast auch so einen Quatsch da geschrieben. Das musst du dir antun und das musst du dir auch bei Clash of Clans antun, beziehungsweise hier im Chat. Das ist mir scheißegal, wirklich. Weil ich finde es abartig, man kann wirklich ohne Probleme hier was reinschreiben. Wo ist denn das Problem? Ne? So, und das machen andere. Zum Beispiel hier, der Passin ist ja wirklich nur Gast. Der hat gemeint, er hätte verkehrt gespendet. Das hat er aber nicht. Ne? Sondern er schreibt, oh Gott, ich habe das, und schreibt, sorry. Ja, das ist Benehmen. Leute, das ist Benehmen. So, okay. Also, ich wollte euch den Stand des 4. Tages, ist der 4. Tag oder 5. Tag? Was war denn jetzt? 4. Tag mitteilen. Ja. Und der läuft noch, der 5. Quatsch. Der 5. läuft. Und ja, bisher sieht es wirklich, nochmal zurückzukommen, richtig gut aus. Und wir werden denn im Endeffekt mit Home of Clasher, wie gesagt, die werden uns jetzt wahrscheinlich überholen. Machen wir gerade mal zurück, kann man ja sehen. Home of Clasher, haben die noch Angriffe? Ja, die haben noch 3 Angriffe gegen Bulatski. Und den werden sie wahrscheinlich auch, ja, ich sag mal mit, was weiß ich, 3, vielleicht 33 zu 18 oder was auch immer gewinnen. Gucken wir gerade mal, wie wir gegen Kolatzev, war der erste, glaube ich, ne? Oder? Ja, da. 37 haben wir da gewonnen, also 37. Schaffen die 37? Jetzt mal ganz ernsthaft. Mit 3, 10 noch Punkte? Nö, schaffen die nicht. Also, die Frage ist natürlich, okay, vielleicht packen wir die ja auch zum Schluss noch. Wer weiß es? Es weiß keiner. Also manchmal ist es auch Pech, das wisst ihr selber, ob du 2 Sterne oder 3 Sterne hast. Das ist nicht nur, ich sag mal, dass man wahnsinnig gut angreift oder was auch immer, sondern manchmal auch ein bisschen Glück. Man sieht ja bestimmte Fallen. Und sonstige Sachen sieht man ja beim Gegner nicht. Wenn man genau da rein tapst, papp, ist es dann vorbei. Okay, das war mal Stand der Dinge von Jan und im Endeffekt auch mit einem Hinweis nochmal für die Leute, die manchmal unsere Regeln nicht kapieren. Okay, ich hoffe, in Zukunft werden sie es dann verstehen. Okay, das war's. Bis dann, euer...